Diese Schulung heute ist das erste von drei Treffen. Wir empfehlen euch, wie schon geschrieben, dass ihr an allen drei Treffen teilnehmen könnt, da diese aufeinander aufbauen. Je nach Vorwissen kann das aber auch Sinn machen, wenn man nur an einem oder zwei oder drei teilnimmt. Das kommt ein bisschen auf seinen Background drauf an. Aber unser Ziel und unser Wunsch ist ganz sicher, euch zu ermutigen in dieser Zeit. Und wie ihr sicher wisst, heute ist der erste Teil: Trauma verstehen, Entstehung, Ursachen und Auswirkungen. Wir sehen uns noch einmal am 6. Mai und am 20. Mai, jeweils am Freitagabend, 20 Uhr. In der aktuellen Situation beschäftigt uns natürlich nicht nur Trauma, sondern auch ganz viele andere praktische Dinge als Gastgebende. Und wir wollen diese Schulungen grundsätzlich den Vorrang zum Thema Trauma geben, aber auch ein Fenster öffnen für andere Ressourcen. So wird François heute Abend auch noch am gegen Ende der Schulung einen Teil mit euch teilen, wo es eben nicht nur um Trauma geht, sondern darüber hinaus. Wir möchten diese drei Sessions also auch nutzen, dass wir euch andere Fragen beantworten können, die rund um die Flüchtlinge, die jetzt in der Schweiz sind, auftauchen. Das heißt, ihr dürft sehr gerne Fragen stellen, damit wir nächste Woche in einer Q&A-Session auf Fragen, die eben nicht das Thema Trauma betreffen, Antwort hoffentlich geben können. Und darum bitten wir euch, diese Fragen in den Chat zu stellen, oder François wird dann auch noch seine E-Mail-Adresse, denke ich, François, du kannst mich sonst korrigieren, teilen. Und ihr könnt ihm seine Fragen schicken, damit er diese sammeln kann und nächste Woche diese 10 Minuten circa Q&A gestalten. Gut. Ich gebe euch einige Informationen zum Anfang. Uns ist es sehr wichtig, wir möchten einen Raum des Vertrauens schaffen. Das heißt, es gibt Dinge, die ihr je nachdem teilen werdet, die persönlich sind, die auch persönlich sind, je nachdem von den Geschichten der Flüchtenden. Und uns ist es wichtig, dass diese Geschichten hier in diesem Raum bleiben und nicht weiter erzählt werden. Ist das für euch in Ordnung? Könnt ihr vielleicht so kurz ein bisschen genau so das Einverständnis geben? Das ist uns wichtig. Danke. Gut. Uns ist es auch wichtig, dass wenn ihr jetzt eine Verständnisfrage habt, wenn ihr etwas nicht nachvollziehen könnt, dass zum Beispiel Christian oder Roger oder François oder auch ich erzähle, dass ihr euch dann meldet. Also ihr dürft euch dann wirklich einfach entmuten, eure Stummschaltung aufheben und kurz einfach reinfragen. Und dann können wir das klären. Uns ist es aber wichtig, dass wir Fragen zum Thema nicht während diesen Referaten stellen, sondern wir haben Zeit, in einer Fragerunde auf diese Fragen einzugehen. Wenn euch aber während den Referaten eine Frage in den Sinn kommt, dann legt sie nicht einfach zur Seite oder möglicherweise ich würde sie dann vergessen, wahrscheinlich, sondern schreibt sie doch gleich in den Chat. Ich denke, viele sind schon geübt mit dem Chat, Personen, die vielleicht jetzt noch nicht so oft im Zoom waren, es gibt diese Funktion. Bei mir ist das jetzt unter mehr, diese drei Punkte in den Einstellungen. Wenn man nach unten geht mit der Maus, zeigt es diese Einstellungen an. Dann kann man Chat anklicken und kann man diese Fragen in den Chat dann alle stellen. Bianca hat schon eine erste Frage gestellt. Wunderbar, ob diese Meetings aufgezeichnet sind. Ja, wir zeichnen diese Meetings auf. Genau, das ist sicher auch möglich, dass wir diese dir zustellen können für das nächste Mal, wenn du nicht dabei bist. Gut. Was erwartet euch heute? Wir starten diese Treffen immer mit einem Einstieg, das das Stressbarometer beinhaltet. Und wir machen auch gerne Übungen, weil Übungen gut sind für uns selber, zum sie praktizieren, aber auch zum Weitergeben. Also ihr dürft euch dann mit betätigen. Und Roger und Christian leiten dann den ersten Teaching-Block zum Thema, was passiert im Hirn?
bei einem Trauma. Ich freue mich drauf. Und dann werden wir in Dreiergruppen austauschen über das Gehörte und vertiefen. Also ihr seid im Austausch miteinander. Wir versuchen natürlich die Sprache zu beachten, unbedingt. Und im zweiten Teaching-Block werden wir auf die Themen Symptome vom Trauma eingehen. Dann, wie gesagt, die Fragerunde gestalten. Zum Start dieser Schulung hilft es uns eben, wie gesagt, eine ungefähre Ahnung zu haben, wie es euch geht. Und wir machen deshalb gemeinsam den Stressbarometer im Jamboard. Jamboard werden wir immer wieder nutzen in diesen Schulungen. Darum, wir schaffen einfach mit einem Medium und das werdet ihr jetzt kennenlernen. Ich führe euch da ein. Ich muss da auch schnell den Bildschirm freigeben für euch und den Link noch schicken natürlich im Chat. Ihr dürft den Chat meistens ploppt es auch auf. Ihr dürft auf diesen Link klicken und dann landet ihr in diesem Jamboard. Seht ihr meinen Bildschirm? Ihr seht auf der linken Seite einen Stift. Diesen dürft ihr dann ebenfalls anwählen. Ihr könnt eine Farbe wählen. Und euch überlegen, auf welchem Niveau ist mein Stress gerade jetzt. Es ist anonym, also man sieht nicht, wer dieser Strich dann gezogen hat. Ihr müsst klicken und halten, dass man sieht, welchen Stressbarometer habt ihr im Moment. Wunderbar, ich sehe, Christoph ist da geübt. Ihr dürft euch da einklicken. Michel, du musst den Link vielleicht, ich weiß nicht, ob du noch einen anderen Link hast, weil es braucht eine Freigabe dazu. Oh, Entschuldigung. Ja, das ist immer wieder tricky. Ich habe die Freigabe geändert. Ich hoffe, jeder kann nun auch wirklich in diesem ja, darum waren so wenige drin. Ja, genau, wunderbar. Jetzt sind schon 15 drin. Ihr dürft gerne euer Stressniveau auf der linken Seite markieren, mit dem Stift auswählen und eine Linie zeichnen. Lasst euch etwas Zeit. Was zu machen. Klappt das? Ich sehe bis jetzt erst drei Striche und zwei sind sicher von mir. Also bei mir klappt es nichts, Michelle. Okay. Also ich schicke noch einmal den Link und sonst versuchen wir es dann beim nächsten Mal. Ich finde keinen Stift, der ist auf der linken Seite. Vielleicht muss man mit der Maus nach links fahren. Hat es dort verschiedene Möglichkeiten auszuwählen. Ah, wunderbar. Ja, jetzt nicht die, genau, das ist dann immer die gefährliche Aktion. Nicht das Bild verschieben, bitte. Gut, wunderschön. Da kommt's. Schön, also man sieht, es ist ganz unterschiedlich, wo wir uns da auf unserem Stress Niveau befinden. Schön. Also es sind 31 Personen sind drin. Ich
denke, davon, von dem her, die meisten konnten ihre Markierung anbringen. Roshi, darf ich dir da das Wort übergeben? Du knüpfst da gleich an, ist das korrekt? Genau, also du kannst die Jamboard wieder rausnehmen. Also wir merken, auch wenn wir nicht traumatisiert sind, können wir im Stress sein. Das hat ganz viele Ursachen. Vielleicht sind wir auch in Stress im Zusammenhang mit unseren Gästen. Das Zusammenleben kann stressig sein und dann hilft es, wenn man sich beruhigen kann. Und der Volksmund sagt ja, so einmal tief durchatmen. Und das wollen wir jetzt eben üben, weil einmal tief durchatmen kann man auch falsch machen. Also wenn man sagt, dann hat man sich eigentlich schon wieder hier oben verspannt. Und ich zeige euch jetzt kurz, wie ihr wirklich durchatmen könnt, um Entspannung zu empfinden. Legt mal eure Hände auf den Bauch und dann atmet mal in den Bauch hinein, ohne dass die Schultern so hochgehen. Einfach, hier sieht man das jetzt noch nicht so, aber ich habe da meine Hände auf dem Bauch und ihr merkt einfach schon nur, dass ihr in den Bauch langsam ein- und ausatmet. Das kann schon beruhigend sein. Macht das einfach ein paar Mal, wenn ihr da euren Rhythmus gefunden habt. Dann erweitern wir das noch, und zwar, indem wir viel mehr Zeit nehmen, um auszuatmen. Denn wenn man im Stress ist, dann braucht man viel Luft. So, man will immer mehr Luft einatmen und gerät immer mehr in Stress. Also ausatmen ist beim Atmen noch wichtiger als einatmen, gerade in Stresssituationen. Also atmet durch die Nase kurz ein und heftig in den Bauch und dann zählt bis 7 beim Ausatmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also bis der Bauch ganz flach ist und alle Luft raus ist. Das ist das Entscheidende beim Atmen, um sich zu beruhigen. Kurz und kräftig einatmen und langsam und lange ausatmen. Kurz warten. Und dann wieder heftig einatmen und lange und ganz ausatmen. Lasst euch dabei Zeit. Es ist gut, wenn ihr das immer mal wieder übt. Das ist wirklich eine Übungssache. Wendet das für euch an, wenn ihr das nächste Mal im Stress seid. Und wenn ihr merkt, dass eure Gäste so in eine Stressreaktion reinkommt, dann zeigt ihnen diese Atemübung. Und ich hoffe, die Situation wird dann entspannter. Soweit diese kurze Übung. Jetzt kann ich dem Christian übergeben. Danke, Rose, für diese Übung. Jawohl, ich habe das Privileg, einfach mit dem Wort Gottes anzufangen, heute oben. Ich hoffe, dass ihr meine Schweizerdeutsch versteht. Ich bin Weltschweizer von ursprünglich und immer noch. So, ich hoffe, dass meine Schweizerdeutsch kommt raus. Christian, darf ich dich schnell fragen? Würdest du auf Hochdeutsch machen? Nein, es wird ein bisschen alles sein. So, okay. Schweizerdeutsch wird gut sein und manchmal hat es ein bisschen Hochdeutsch drin. So. Ich hoffe, das ist gut für euch. Jawohl. Das ist also, wir gehen in Jesaja 81, Vers 1 bis 3. Das ist das Leitmotiv nicht nur von Campus, sondern auch von mir. Ein paar Verse, die über Jesus redet und wo sehr, sehr viel zu tun haben. Mit Trauma eigentlich und mit Trauer, mit Schmerz, mit Verletzungen und so, wo wir erleben. Und das heißt so, der Geist des Herrn ist auf mir, so Jesus spricht, weil mir der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, um den Elenden eine gute Botschaft zu predigen. Und das Wort Elend oder hier ist eigentlich ein Wort, wo Bankrott heißt
oder bedeutet. Das sind Leute, die alles verloren haben. Und wenn wir die Ukrainians Refugee überdenken und so, sie haben sehr, sehr viel und für ein paar wirklich fast alles verloren. Und sie wissen nicht, ob sie zurück können, ob das Haus noch da ist und so weiter. Und die gute Nachricht ist eigentlich, eine Einladung an dem Ort zu sein und okay zu sein. Ich bin leer, ich bin elend, ich bin arm. Und dann ist die gute Nachricht von Jesus gute Nachricht für uns. Solange dass wir nicht an dem Ort sind, brauchen wir keine gute Nachricht eigentlich. Aber mit dem Bankrott, mit dem Armut ist immer zerbrochenes Herz. Und das ist das Zweite, wo er sagt, ich bin gesandt worden, um die zu heilen oder die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Es gibt immer Schmerz, es gibt immer Leid mit Verlust, mit Trauer, mit Armut und so weiter. Und der Herr kommt nicht nur für eine gute Nachricht zu bringen, sondern auch zum sagen, ich werde euch verbinden, eures zerbrochenen Herz verbinden. Und das ist für mich eines von der grössten Botschaft, die mich mit klar Sünde und er kommt zum unsere Sünde zu vergeben. Aber das ist eine Botschaft, die der ganze Welt wo wirklich braucht, ist im Moment. Und dann mit die Armut und die zerbrochenen Herz ist sehr, sehr viel auch Gefangene in unserem Herz. Wir sind so manchmal im Gefängnis von Angst, von Wut, von Ungerechtigkeit, von Scham, von Schuld. Und das hat sehr, sehr viel zu tun, auch mit Trauma, von Hass. Das haben ja auch von Ukrainians gehört. Ich weiß nicht, von wo das kommt, aber ich bin gläubig und ich hasse und ich kenne einfach das Gefühl nicht. Und der Herr kommt und sagt, ich bin gesandt worden, um euch von diesem Gefängnis frei zu machen. Und das ist für mich wunderbar, wunderbar. Ich ermutige euch wirklich, in dem hineinzugehen, das zu lesen und meditieren, um wirklich euch die Schönheit und die Wunder von Jesus einfach zu meditieren drauf. Er sagt, er ist gekommen, um die Trauernden zu trösten, zu helfen, ihnen etwas zu geben. Und dann gibt es einen ganzen Austausch. Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer. Und jetzt sind wir in einem Moment, wo wir sehr, sehr viel mit der Asche und Trauer zu tun haben, betrübter Geist. Aber er sagt, ihr werdet euch Schmuck geben, Freudenöl, Gewand des Ruhms. Ihr werdet Bäume der Gerechtigkeit. Und das geht wirklich für mich, dass sie auch das Bäume der Gerechtigkeit, wenn sie zurückgehen oder wenn sie hierbleiben, für Gottes Ehre, für Gottes Ruhm können sie. So, das ist das Herz, das wir haben. Und jetzt, Roger, gebe ich dir das Wort geben, zum Weitergehen. Das, was Christian gesagt hat, das hat tatsächlich sehr viel mit Trauma zu tun. Wenn ihr hier die Definition seht, ich werde nicht alles vorlesen, aber Trauma bedeutet Wunde, eben genau diese zerbrochenen Herzen, durchbohrt sein, verletzt sein, geschädigt sein. Und bei dieser Definition ist entscheidend, dass ein Mensch sich komplett hilflos fühlt. Er hat keine Kontrolle mehr über seine Situation. Er wird völlig überwältigt von dem, was passiert. Sein Leben ist bedroht und das ist traumatisierend. Wir erleben schwierige Situationen, wir haben manchmal intensiv Angst, aber nicht alles ist traumatisierend. Aber wenn wir uns ohnmächtig fühlen, wenn es keinen Ausweg gibt, keine Hilfe gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir traumatisiert werden. Auf der nächsten Folie sehen wir, in welchen Situationen das passieren kann. Es ist klar, wir denken jetzt zuerst mal auf der nächsten Folie, Michelle, du kannst die nächste Folie schalten. Es ist klar, wir denken zuerst mal an Krieg. Klar, wenn Bomben fallen, kann das traumatisierend sein. Aber wenn wir jetzt links sehen, physische Gewalt kann von einzelnen Menschen ausgehen, aber wir können auch psychisch so belastet sein, ohne dass objektiv gesehen irgendetwas Schlimmes passiert. Also die Tatsache, dass jemand in einem Keller ausharren muss,
kann reichen, um traumatisiert zu werden. Da muss nicht zuerst eine Bombe fallen in der Nähe, sondern einfach dieses Unaushaltbare, dieses Unausweichliche von nicht wissen, was kommt und da wie gefangen sein, in diesem Keller warten müssen. Also das ist für viele traumatisierend. Und was ich jetzt gerade heute in der 20 Minuten gelesen habe, jetzt sind tatsächlich schon Schweizer dabei, ukrainische Frauen in die Prostitution hineinzudrängen. Das ist leider auch eine Realität und Prostitution, Zwangsprostitution ist auch traumatisierend. Und dann gibt es eben noch andere Faktoren, auf die werden wir jetzt nicht weiter eingehen. Die sind klar, Naturkatastrophen und so weiter. Wenn wir jetzt uns ansehen, wie genau entsteht eine Traumatisierung, dann sehen wir, da ist eine Bedrohung auf der linken Seite und dann kann die Person weder kämpfen noch flüchten und man könnte hier auch ergänzen und sich auch nicht Hilfe holen. Du kannst weiterklicken. Also das ist alles nicht mehr möglich. Und der Stresslevel steigt ins Unermessliche und irgendwann kollabiert die Person, sie erstarkt, sie gibt auf, sie erschlafft, der Puls kommt wieder runter, sie wird ganz starr. Also das ist so der ganz direkte Ablauf, wie die Traumatisierung stattfindet. Und es ist nicht relevant, ob man objektiv sagt, ja, das war jetzt wirklich sehr schlimm, sondern es kommt nur darauf an, wie die Person das persönlich erlebt und ob sie Ressourcen hat, das zu bewältigen. Und wenn sie die nicht hat, dann wird eine Traumatisierung und eine posttraumatische Reaktion wird darauf folgen. Wenn wir dann in der nächsten Folie uns anschauen, was im Gehirn passiert, dann sehen wir hier so eine Alltagssituation. Im Stammhirn sind die Instinkte, also immer wenn etwas schnell gehen muss, die Reflexe, auch die automatischen Funktionen des Körpers werden da gesteuert. Dann gibt es das limbische System, das steuert unsere Emotionen, da kommen die fünf Sinne zusammen und das löst auch Gefühle aus, also das Gefühlszentrum sozusagen. Und dann gibt es unser Großhirn, da findet unser Denken statt, die Logik. Da verarbeiten wir das. Du kannst weiterschalten. Genau, also da ordnen wir die Dinge ein, da denken wir über Dinge nach. Jetzt haben wir gesehen, der Instinkt ist ganz schnell, das Stammhirn ist ganz nah bei den Körperfunktionen dran und das Großhirn kann viel überlegen, aber ist sehr langsam. Und wenn wir jetzt anschauen in der nächsten Folie, was bei großer Gefahr passiert, dann wird das Stammhirn in Alarmbereitschaft versetzt. Also das reagiert reflexartig. Es kommt eben entweder so zu einem Kampf oder zu einer Flucht. Das ist eigentlich die natürliche Reaktion. Da müssen wir nicht lange überlegen. Das passiert einfach. Aber im limbischen System kommt so eine Überflutung an Informationen, die nicht mehr eingeordnet werden können, dass das auch nicht mehr sauber abgelegt wird. Also es wird eigentlich abgespalten, all die Informationen werden nicht mehr geordnet, gesammelt, an einem Ort abgelegt. Und was dann passiert im Großhirn, ist, dass das völlig blockiert ist. Also man merkt in solchen Situationen, man kann nicht mehr logisch denken, man kann nicht mehr überlegen, was man tut, man ist einfach ausgeliefert, man ist blockiert und man kann diese Dinge nicht mehr richtig zuordnen. Auch später, wenn man sie erzählt, fällt das total auseinander. Also man hat irgendein Bild, man hat irgendein Geruch, irgendein Geräusch, aber wenn man den Ablauf erzählen soll, dann kriegt man das nicht mehr hin. Und das ist typisch, wenn Menschen über ihre traumatisierenden Erfahrungen sprechen. Wenn wir jetzt das zusammenfassend mal anschauen auf der nächsten Folie, dann ist da so wie ein Schacht gezeichnet. Der geht quer durchs Großhirn, durchs limbische System und in das Stammhirn hinein. Das soll einfach so ein bisschen veranschaulichen, dass diese drei Hirnregionen betroffen sind und
dass dieser Teil, wo genau dieses Ereignis gespeichert ist, eben nicht mehr richtig verbunden ist mit dem Rest des Hirns. Also da fehlen die Synapsen, die sind wie auseinandergerissen. Und das ist dann auch typisch, dass man sich nicht mehr oder nur noch teilweise an dieses Ereignis erinnern kann, eben bruchstückhaft. Es ist abgespalten. Und das bleibt dann so wie ein Eiszapfen eingefroren. Also die Körperreaktion mit dem Puls, mit dem Schweiß, alles, was der Körper dann automatisch macht, die Gefühle, die Gedanken und so weiter, all das ist eigentlich wie in einem separaten Teil des Hirns festgefroren. Und wenn dann irgendein Reiz kommt von außen, der unbewusst wieder an das erinnert, was geschehen ist, dann kann genau dieser Teil des Gehirns wieder aktiviert werden. Und der Mensch verhält sich dann so, als wäre er in dieser Situation, er fühlt sich so, er denkt wieder die gleichen Gedanken. Und wenn das lange zurück ist, dieses Ereignis, dann verhält er sich vielleicht auch altersmäßig, wenn das in der Kindheit passiert ist, wie ein Kind. Also das ist eine völlige Überreaktion, die dann geschieht, wenn dieser Teil des Gehirns wieder aktiviert wird, wenn er eben getriggert wird. Und wie zeigt sich das nun im Alltag? Das sehen wir auf der nächsten Folie. Und zwar gibt es eigentlich, das ist auch noch ein Aspekt, genau, nämlich, dass dieses getriggert werden, das kann unterschiedlich intensiv sein. Es kann einfach sein, man wird daran erinnert, man erschreckt, der Puls steigt wieder. Das wäre einfach das Normale, die normale Aktivierung, die vielleicht häufig geschieht. Aber dann gibt es dieses sogenannte Flashback und das ist noch viel intensiver, nämlich, dass die Person nicht mehr weiß, dass sie hier jetzt da in der Schweiz ist, sondern sie fühlt sich wieder in der Ukraine, in diesem Keller oder wo auch immer sie traumatisiert worden ist. Sie nimmt die Umgebung nicht mehr wahr. Sie ist wie in einer anderen Welt, nämlich ihrer Welt, in der Situation drin, die traumatisierend ist. Und das ist dann wirklich sehr erschreckend, auch wenn man das von außen sieht. Und wir werden dann nachher auch noch einige Sachen erklären, wie man einer Person helfen kann, aus diesem Flashback wieder rauszukommen. Nun, wie zeigt sich das in alltäglichen Situationen? Das eine ist, dass das sehr gut von außen sichtbar ist, wie es der Person geht. Das kann sein, dass sie apathisch ist, eben dieses Aufgeben, dieses lethargische, dieses sich nicht mehr aktiv beteiligen, vielleicht auch depressive Züge. Es kann aber auch sein, Aggression, also genau der Kampf, der in der Situation nicht stattfinden konnte, wird dann irgendwie nachgeholt. Die Person ist aggressiv durch irgendetwas angeregt, viel nervöser. Also das sind alles Dinge, die man von außen sieht. Aber dann gibt es auch das andere und das ist vielleicht noch schwieriger dann, weil die Betroffenen einfach funktionieren. Und das kann man sich dadurch erklären, dass ja der Rest des Hirns nicht beeinträchtigt ist. Das ist ja genau die Schutzfunktion des Gehirns, dass nur ein Teil betroffen ist. Ich denke, das hat Gott wunderbar eingerichtet, dass nicht das ganze Gehirn überflutet wird. Und diese Person funktioniert dann wunderbar im Alltag, kann sich wunderbar zurechtfinden, reagiert auch überhaupt nicht irgendwie auffällig, aber plötzlich kann das wieder getriggert werden und dann ist wie ein anderer Mensch da und dann kommt das alles zum Vorschein, all das Schlimme, was dieser Mensch erlebt hat. Soweit mal eine Einführung in Trauma. Und wir machen jetzt Breakout-Gruppen, um das mal zu reflektieren. Also die Frage ist, und die Frage kann man sicher auch in den Chat stellen, welche Aha-Erlebnisse habt ihr aufgrund des bisher Gehörten? Also, was ist euch jetzt klar geworden und welchen Herausforderungen begegnet ihr im Alltag mit euren Gästen? Also, wo zeigt sich das, was ihr jetzt gehört habt? Ihr werdet im Chat auch das Jamboard wieder finden, wo ihr das reinschreiben könnt und wir können das nachher
dann kurz auswerten. Also ihr werdet jetzt in Breakout-Gruppen geschickt mit drei Personen zusammen, tauscht darüber aus. Ich nehme an, die Michelle wird die Frage nochmals in den Chat stellen. Welche Aha-Erlebnisse habt ihr gehabt jetzt, als ihr das über das Hirn gehört habt? Und wo seht ihr das im Alltag? Wo begegnet ihr genau diesen Herausforderungen, die wir jetzt hier beschrieben haben? Okay. Gut, dann machen wir gerade weiter. Wir haben gehofft, dass wir mit dem Jabot etwas machen, aber das hat nicht geklappt. So machen wir einfach weiter so mit der nächsten. Kannst du die Folie, Michelle, auch nicht tun? Bitte schön. Christian, du darfst weitermachen. Ja, danke vielmals. Super. So, was wir dort machen, ist eigentlich, wir haben einfach das ganze Hirn angeschaut. Komplett reinkommen, was sind die Symptome für die Leute und dann für euch auch das mitnehmen und am Schluss noch überlegen, was habt ihr schon erlebt mit den Leuten, die bei euch sind und was sind vielleicht Herausforderungen oder drin. So, mögliche Symptome gehen in viele verschiedene Bereiche, physisch, emotionell auch, psychisch, Verhaltung, kognitiv und ich nehme noch zwei andere, das geht auch in der Beziehung, drei, und auch geistlich. So, das sind einfach ein paar so Bereiche und wir möchten die Bereiche ein bisschen zusammen anschauen, jetzt ein bisschen konkreter. So, du kannst das nächste machen, das nächste Slide. Jawohl, fangen wir an mit der physisch, das ist vielleicht das, was wir am meisten sehen oder beobachten bei Leuten. Das sind die Leute, die Schlaflosigkeit erleben, weil es läuft einfach sehr, sehr viel auch im Hirn und so, im Gedanken. Körperliche Symptome, Schmerzen, Leute, die ein bisschen überall weh haben, Bauchweh und Bauchprobleme kommt auch da drin, weil wenn wir im Trauma sind, dann schafft unser System, Verdauungssystem viel, viel langsamer. Sexuelle Funktionsstörung, das ist etwas, wo nicht viele Leute darüber reden, weil das ist intim und so weiter, und spezifisch von Kultur, von Gruppenkultur sind und so. Das ist ein Thema, wo Leute normalerweise nicht viel darüber reden, aber wo sehr, sehr viele auch dysfunktionelle sexuelle Dinge haben. Erschöpfung, das ist etwas, was wir sehen von Leuten, die einfach hinter ihrem Telefon sind und müde sind und können nicht aufstehen morgen. Ständige Alarmbereitschaft, das ist noch von der ganzen, wenn sie im Trauma drin sind, dann gehen alle fünf Sinne einfach in diese Alarmbereitschaft und die Leute sind noch sehr viel nervös. Sie hören wahrscheinlich Sachen, die wir nicht hören, das Trauma nicht erlebt haben. Es kann vielleicht das Helikopter, wo sie hören oder irgendwas. Und sie sind schon total am Starren, Angst und so. Und ich höre gar nicht als wir, wo das nicht erlebt haben. Das ist einfach in der Physik auch ganz, ganz normal, dass sie das erleben. Jetzt noch viel, viel mehr von überall Weh oder Spannung im Körper, Kopfweh und so weiter. Du kannst das Weitere gehen. Jawohl, das zweite Bereich ist das ganze emotionell und psychisch. Da kommt sehr, sehr viel Betroffenheit, Depression, Hilflosigkeit ist auch dabei, wo die Leute einfach, haben vielleicht so Hoffnungslosigkeit da reinkommen, ohne Hoffnung, Depression, ich kann nichts machen.
Panikattacken, das ist auch ganz groß, wo die Leute einfach starren. Und das kann im Mikro passieren, das kann bei euch passieren oder in der Schule für die Kinder. Und sie starren einfach Panikattacken und sie sind wirklich, wie der Roger gesagt hat, gerade zurück zu Hause oder in ihrem Land. Scham. Schlechtes Gewissen, ich habe nichts machen, ich bin weg. Es ist schön, dass ich weg bin, Dankbarkeit, aber ich habe schlechtes Gewissen, dass ich gegangen bin. Und so, es ist sehr, sehr viel Spannung auch innerlich für die Leute, die das erleben. Angst, Sorge, emotionell ist auch da, die Angst für sie, aber auch die Angst für die Leute, die noch dort sind. Es kann Großeltern sein, es kann Väter sein. Cousin, Freunde und so weiter. Wut, Ritzbarkeit und darin würde ich sogar Hass nehmen. Hass ist wirklich etwas ganz, ganz, ganz tief und ganz stark. Viel stärker Wut. Und viele Leute erleben mit der Ukraine-Situation das für das erste Mal im Moment. Und sie wissen nicht genau, was machen mit dem. Aber das sind einfach Symptome, die da sind für die Leute. Und dann die Teilnahmslosigkeit, Gefühllosigkeit sind auch dabei. Wir können zum nächsten gehen. Kognitiv, gedenklich. Im Kognitiv ist sehr, sehr viel auch Verwirrung, Desorientierung, Gedächtnisverlust, Konzentrationsverlust, ihr redet mit den Leuten. Und entweder hören sie etwas, aber sie machen es nicht, weil sie es vergessen. Ich war gerade im Irak für ein Trauma und der Mann, der hat eigentlich einen Platz zum Schlafen für uns organisieren, der hat das gehört am Telefon, total vergessen, er hat nichts gemacht. Und das ist ganz, ganz normal im Trauma. Albträume, das sind Leute, die werden mit ihren Augen einfach irgendwo schauen. Und sie gehen einfach in eine Welt, wo nicht da ist. Psalm 55 ist ein sehr guter Psalm, den ich durchlesen könnte. Spezifisch die ersten 6 oder 7 Versen, wo redet über diese Albträume. Oh, wenn ich hätte die Flügel wie, dann würde ich weggehen. Und das ist eben das. Das ist das Weggehen, das Rausgehen. Und dann beherrschende Gedanken, einfach Gedanken, die wirklich die Leute beherrschen und kontrollieren. Dann gehen wir zum nächsten, das Verhalten. Das Verhalten ist schon mehr, wie wir mit dem ganzen Stress umgehen. Es gibt sehr viel Rückzug, Isolation, soziale Isolation. In der Familie, aber auch mit anderen Leuten, Schulen, normalerweise das zu machen. Und sie machen das nicht mehr, weil sie empfinden, ich darf keine Freude haben am Aktivität, weil das ist so schlecht auf der anderen Seite. Die Erinnerung, auch Vermeidung von Erinnerung, von was zu erleben ist. Verändert das Essverhalten, Leute, die viel mehr essen oder das Gegenteil, fast nicht mehr essen oder ganz schlecht essen. Da gibt es sehr, sehr viel. Als Ermutigung, Kochen ist für die Leute sehr, sehr wichtig. Einfach vielleicht nur einmal im Tag, dass sie kochen für die ganze Familie oder die da sind. Und zusammen essen, das sind einfach ein paar Sachen, die dort sind. Suchtverhalten, Drogen, Alkohol, da sind auch sehr viel Sex, alles, was mit Sex zu tun hat, Sport, Arbeit und so weiter. Und zwanghafte Verhaltensweise, das ist auch ein Teil von dem Verhalten. Dann, ich denke, wir könnten viel, viel mehr sagen dazu. Geistlich ist sehr oft so eine Verzweiflung an Gott mit vielen tiefen Fragen. Ist nicht so für die Gläubigen, nicht, dass sie an Gott nicht mehr glauben, aber wirklich Gottes Liebe in Frage zu stellen oder du herrschst über das ganze Welt, wie geht das? Ich verstehe nicht, warum das passiert. So, oder Gott, wo ziemlich Distanz ist. Für andere Leute, das ist das Gegenteil, ein Gott, der ganz, ganz in der Nähe ist.
Leute, die lesen die Bibel, aber die, das redet nicht mehr. Für andere, das sind Schätze für sie. So, es gibt in der Geistlichen auch ganz, ganz viel, wo in der Geistlichen sind auch Werte, die wechseln. Und mit den Werten auch die ganze kulturelle Sache für sie, weil sie haben die Kultur auch gewechselt. Und das ist auch sehr, sehr viel Veränderung für sie, von Sprache her und so, das kann auch sehr traumatisch sein. Auch wenn sie sehr willkommen sind in diesen Ländern, das kann auch sehr, sehr traumatisch sein, sie von Isolation, von Einsamkeit. Ja, so, das ist die ein Symptom, das ihr werdet wahrscheinlich sehen, ist einfach die Leute, die starren. Ich habe mit Leuten gearbeitet von Ukrainians und sie sind ja mit dir am Reden. Und auf einmal kommt so, sie sind nicht mehr da. Du siehst ihre Augen, die irgendwo geht und sie können nicht mehr reden. Sie probieren, die Stimme wiederzufinden, aber da ist sie ja trockene Mu. Und das ist auch physisch das. Trockene Mu ist ganz beim Trauma da auch. Und sie findet einfach die Worte nicht mehr. Und ja, so, dort hat es auch sehr, sehr viel, wo abläuft für sie. Schuldgefühl ist auch ganz, ganz stark. Schamgefühle. Und spezifisch mit so einer Kultur, wo eine Gruppenkultur ist, kommt auch sehr, sehr viel zu tun. Bei den verschiedenen Symptomen, ich sage ganz kurz zum Abschließen dieser Teil. Bei Kindern, wir sagen in einem Trauma, Kinder gehen normalerweise so 3, 4 Jahre zurück im Alter. Also nicht, dass sie jünger werden, aber von der Reaktion mäßig und so. So durch eine 6-7-Jährige, wo fort wieder auf ein bisschen im Bett. Oder so, also, und das ist normal. Sie sind nicht verrückt mit dir, wenn sie sich so verhalten. Aber das ist eine Normalität, wo wir sagen, bei Kindern, die traumatisiert sind, so 3 bis 4 Jahre gehen sie normalerweise emotionell und so zurück. Jawohl. Jetzt können wir zu den Fragen gehen. Ich möchte euch wieder in meine Gruppe Breakouts schicken und vielleicht mit dem Fragen, was habt ihr bei den Leuten, die nie habt bei euch, was habt ihr beobachtet von diesen Symptomen? Vielleicht, was hat euch schockiert? Was habt ihr beobachtet? Was gesehen ihr von ihnen? Was ist da, wo einfach da ist bei ihnen? Und ich frage schnell was. Und wie kannst du diese Symptome mit dem zusätzlichen Wissen von heute oben einordnen? So, das ist die Aufgabe für die Zeit. Ich hoffe, das ist klar genug, dass wir da in den Chat auch reinschreiben. Und dann können wir bei einer kleinen Gruppe gehen. Christian, wir haben ja gesagt, es ist eine Einzelarbeit, also eine Reflexion. Ah, Einzelarbeit, okay, das ist gut. Okay. Entschuldigung. Ja, das ist gut, okay. Sorry. Genau, also die Aufgabe ist im Chat auf Deutsch und Französisch und ich lasse noch ein Hintergrundinstrumentallied laufen und für euch zu reflektieren jetzt mit dem Gehörten, genau, die Frage von Christian.
Gut. Wir kommen zur Fragerunde. Ich wollte das noch auf Französisch schreiben, aber so schnell war ich dann doch nicht. aber Marian übersetzt ja wunderbar, danke dir. Ihr dürft die Fragen sehr gerne auf Französisch oder auf Deutsch in den Chat schreiben. So können wir diese sammeln und Roger oder Christian können diese beantworten. Eine Möglichkeit wäre auch, dass wir, ich weiß jetzt nicht, François, ob wir das so spontan umändern wollen, zuerst über die Ressourcen noch zu sprechen und dann die Fragerunde an deine PowerPoint anzuhängen. Je nachdem kommen dann doppelt Fragen rein, aber wir können auch gut jetzt die Fragerunde machen. Gut, da kommen Fragen rein. Ich stelle mal die erste. Wie kann ich jemanden erreichen, der erstarrt ist? Vielleicht kann ich dazu was sagen. Und zwar geht es darum, die Person wieder ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Die ist erstarrt, die ist wie in einem anderen Film, apathisch. Und indem ich auf die Person zugehe, sie auffordere, mich anzusehen, wenn möglich, sie anspreche und wenn es irgendwie möglich ist, sie auf Dinge aufmerksam machen, die im Hier und Jetzt sind. Also dass man der Person versucht, eine ganz einfache Rechenaufgabe zu stellen oder sie auf irgendetwas im Raum aufmerksam macht, vielleicht sogar auffordert, zähl mal alle roten Gegenstände im Raum. Einfach, dass die Person wieder anfängt, mit ihren Sinnen die Umgebung wahrzunehmen und auch, dass sie anfängt, wieder die linke Hirnhälfte zu gebrauchen, weil das Trauma ist sehr oft gefühlsmäßig in der rechten Hirnhälfte. Wenn man anfängt, Logik zu stimulieren, dann wird die Person wieder wacher. Und was auch eine Möglichkeit ist, dass man sie auffordert, ihren Körper abzuklopfen, damit sie sich selber wieder spürt. Also Arme, Beine und so weiter. Das ist auch eine Übung, die wir dann den Betroffenen auch direkt so mitgeben in diesen Schulungen. Also das sind so ganz kleine Möglichkeiten. Oder vielleicht einfach ein Glas Wasser anbieten, dass die Person schluckt, dass sie wieder was wahrnimmt, was in ihrem Körper vorgeht. Und ganz wichtig, diese Themen schauen wir ja nächste Woche an, oder? Hilfestellungen, wie können wir diesen Personen jetzt begegnen? Also da hat Roche jetzt einfach schon ein paar Ideen weitergegeben, aber das ist das Thema nächste Woche. Mhm. Mhm. Ja. Vielleicht jemand von euch beiden Antwort geben auf die Frage, ähnlich was soll an Hilfe angeboten werden, wenn sie erzählen, dass sie nicht gut schlafen oder die Kinder Albträume haben? Ja, ich würde sagen, das kommt ins Gleiche, dass wir noch nächste Woche kommen. Aber sehr, sehr viel, denke ich, zu hören, zu ihnen, keine Lösung geben und so weiter. Aber auch ihnen ermutigen, so körperliche Übungen zu machen. Also ein bisschen laufen mitnehmen oder nur körperlich, physisch etwas machen, wo der Körper sie auch ein bisschen die Adrenalin brauchen. So, das sind einfach ganz kurz. Wir werden ein bisschen tiefer gehen nächste Woche in dem Thema rein. So, ja. Ja. Wie gehen wir mit einer Person um, von der wir denken, dass sie traumatisiert ist, sie selber aber eine wohl gestörte Selbstwahrnehmung hat? Sie äußert sich, dass sie alles im Griff hat. Ich bin stark und gut. Ja, das ist typisch, dass eben genau diese Unterscheidung gibt zwischen der Alltagsperson, die tatsächlich vieles im Griff hat und das Gefühl hat, ja, ich komme gut damit klar, weil eben genau dieser abgespaltene Teil im Gehirn gerade nicht aktiv ist, aber irgendwann wird es passieren, dass eben genau so was
zum Vorschein kommt, wo die Person wieder in diesen Zustand zurückversetzt wird. Und ich denke, es geht nicht darum, jetzt mit der Person zu diskutieren oder sie zu überzeugen, dass sie traumatisiert ist, sondern man lässt das einfach stehen und dann, wenn Hilfe nötig ist, bietet man Hilfe an. Gibt es Schlüssel für Menschen, die sich im Coaching-Vertrag, wo stelle ich fest, ob die Person unter Scham oder Schuld leidet? Danke, da. Ja, ist gut, Christian. Ja, also das ist gerade vorne, mit Scham und Schuld. Ja. Wir müssen das einfach von unserer Seite und ihrer Seite schauen. Von unserer Seite, Schuld ist sehr das Gefühl, ich habe etwas falsch gemacht oder nichts gemacht, nichts können machen. Und dann fühle ich mich, ich bin schuldig da drin. Oder Scham ist vielmehr, ich schäme mich über mich. So, das ist in der Identitätsfrage, das ist vielleicht nicht erzählen, was passiert ist, weil ich bin geschämt vor dem, was passiert. Frau, die zum Beispiel Missbrauch erlebt hat oder Gewalt oder so. Da gibt es auch, und sie sind viel mehr als wir in einer Schamkultur. So, die Schamkultur sind Gruppenkulturen. Dort ist auch sehr, sehr viel, was als passiert, dass sie die Gesicht nicht verloren. Und dadurch verzeihen sie nicht alles. Oder es braucht einfach sehr viel Vertrauen an den Leuten, bis sie etwas erzählen. So, ja. Christian, da war ja auch eine Frage noch gewesen, von der Gruppenkultur. Kann man die Ukrainer auch in die Gruppenkultur von der Schamkultur einordnen? Jawohl. Von ihrer Geschichte, ja. Weil das ist eine Bevölkerung, wo sehr, sehr viel zusammen ist. Und wir sehen das so wie in den Krieg rein. Wo sehr viele in der Gruppe sind, sie sind dort füreinander und das ist auch von ihre Geschichte, das ist nicht nur jetzt. Der Geschichte von Ukraine ist einfach geworden. Und sie sind sehr, sehr aneinander zueinander. Ja, definitiv. Ja. Gibt es Schlüssel für Menschen, die im Deutschkurs sich nichts merken können? Vielleicht kann der François nachher auch noch, hätte vielleicht sogar etwas auch noch zum Weitergehen nach dem. Grundsätzlich ist es sehr wichtig, Verständnis dafür zu haben. Wenn jemand traumatisiert ist, dann ist das Gehirn ein Stück weit geschädigt. Das ist reparabel, das kann wieder kommen. Aber man sollte die Person auf jeden Fall nicht überfordern, weil Überforderung ist ja auch wieder so eine Überflutung des Gehirns. Also man kann das nicht pushen, dass die Person sich mehr merken kann, sondern es braucht Geduld und sie muss auch mit sich selber Geduld haben und wissen, im Moment bin ich eingeschränkt kognitiv, aber das wird wieder kommen. Also nicht überfordern. Die eine Frage war noch die Unterscheidung von normaler Angst und Sorge, wo man jetzt nicht gerade von einem Trauma sprechen muss, wie kann normale Traurigkeit, Angst, Sorgen von traumatischer Traurigkeit, Angst unterschieden werden? Und wie kann man auch unterschiedlich dem begegnen? Mhm. Danke für mich. Die Angst vor einem Trauma nimmt die Leute zurück in ihre Erlebnis. Wenn du Angst hast von einer Spinne, der Stand vor der Spinne, die vor dir ist. Das ist eine Angst auch. Aber Angst wie beim Trauma ist etwas, wo sie zurücknehmen in Vergangenheit, in dem, wo sie erlebt haben. Und da drin sind eben die Übungen, die wir nächste Woche da möchten euch immer anschauen, zu meinen helfen, wieder ins Gegenwart zu kommen. Wir haben die Übung mit Atmen gemacht, heute oben zusammen. Aber da gibt es sehr, sehr viele andere Sachen, wo mir die Leute einfach helfen können, wieder ins Gegenwart zu kommen. Ich weiß nicht, Roger, wenn du möchtest noch etwas dazu sagen. Ja, und grundsätzlich bei allem, beim Verhalten, bei den Ängsten und so weiter, ist immer die Frage, ist es der heutigen Situation angemessen? Ist es eine angemessene Reaktion? Also auch traumatisierte Leute können eine angemessene
Traurigkeit haben. Da muss man das gar nicht unterscheiden. Aber immer dann, wenn das, wenn man sagt, das ist überhaupt nicht angemessen, also zum Beispiel jemand lässt irgendetwas fallen und ist total außer sich, weil er das hat fallen lassen, dann ist es nicht angemessen und dann ist es eben typisch für Trauma. Weil es eine Reaktion ist, nicht auf das, was jetzt passiert, sondern eben, wie Christian sagt, auf das, was vorher passiert ist. Da, daran kann man es unterscheiden. Gut, ich sehe keine aktuelle Frage noch reinkommen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt doch diese noch in den Chat. Wir können diese gerne auch nächste Woche einbinden, schon während den Teachings oder sonst in der Fragerunde. Und auch, das wird François sicher auch noch einmal sagen, wenn ihr Fragen, jetzt die nicht unbedingt Trauma beinhalten, Fragen habt, einfach jetzt zu dieser Situation, wenn ihr Gastgebende oder Helfende seid, in der Begegnung mit Menschen, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt diese doch, damit wir nächste Woche auch eine Q&A zu diesem Thema gestalten können. Gut, dann möchte ich vom Thema Trauma weg François übergeben. François, du hast ganz viele Ressourcen, du hast sie schon einmal geteilt. Und ich freue mich, dass du jetzt... Vielen Dank, Michelle. Wir kommen langsam zum Ende zu. Ich schreibe euch im Chat mal, gebe euch zwei E-Mail-Adressen von mir. Wenn ihr Fragen habt, jetzt zu heute Abend, zum Thema Trauma oder auch ganz andere Fragen zu Ressourcen, könnt ihr mir schreiben. Ich werde die Fragen auch sammeln. Sage ich es mal, wenn wir das die nächsten zweimal zusammen behandeln können. Und vielleicht gibt es noch ganz eine andere Frage, die ich euch einfach so beantworten kann. Also ihr dürft mir einfach schreiben. Ich werde euch jetzt eine Folie zeigen. Wir haben vor allem, ich weise auf zwei, drei Websites hin, die euch helfen könnten, wo wir sehr viele Ressourcen zusammengestellt haben. Und ich zeige jetzt euch eine PowerPoint, ihr solltet die sehen, mit verschiedenen Websites, die ich euch angeben werde jetzt. Und auf diesen Websites könnt ihr weitere Informationen erhalten und weitere Informationen lesen. Das eine ist von der Schweizerische Evangelische Allianz, von der Taskforce haben wir eine Webseite Flüchtlingen helfen, Krieg in der Ukraine. Ich werde euch das nachher alles in den Chat tun. Und dann gibt es auf Französisch, Aide les Réfugiés ist ein Pendant zu der deutschen Website. Und dann haben wir eine Website Kirchen helfen, da werde ich kurz darauf eingehen. Und dann gibt es auf Deutsch und Französisch vom Staatssekretariat für Migration eine sehr wichtige Website, die sehr viel Informationen von unseren Behörden weitergibt. Und zum Schluss noch über interkulturelle Info, über Veranstaltungen, etwas, was ich euch weitergeben möchte. Ich lege jetzt euch diese Websites gleich in den Chat. So, ihr habt diese Websites in der Chat und könnt die hier herauskopieren. Ich werde die erste Website jetzt mit euch teilen. Ich möchte da kurz darauf eingehen. Und zwar auf der Webseite Flüchtlingen helfen. Da seht ihr, hier haben wir verschiedene Bereiche, wo wir Fragen geben auf Antworten und Ressourcen zur Verfügung haben. Und ihr habt genau das Gleiche auf en français. Si vous regardez ici en français, c'est la même chose qu'on a traduit en français pour les francophones. Also für die Französisch-Schweizer haben wir die gleiche Seite, wo viele hilfreiche Angebote drauf sind. Und da könnt ihr draufklicken und seht ihr hier Krieg in der Ukraine. Hier seht ihr zum Beispiel die Veranstaltungen, die wir zusammen machen. Hier die Traumaschulungen in drei Teilen. Das ist das, was wir jetzt gerade machen.
Was Agape auch macht, ist im Rahmen von der Schweizerischen Evangelischen Allianz und der Taskforce ist der Umgang mit Traumata für Ukrainerinnen und Ukrainer. Da hatten wir diesen Donnerstag, gell, Michelle, war die erste Session. Das ist bewusst für Ukrainer und Ukrainer, die selber traumatisiert sind und die Hilfe suchen und die dann auch hören, wie sie mit ihren Traumata umgehen können. Und dann gibt es hier einfach viele nützliche Tipps, hier Angebote für Flüchtlinge aus der Ukraine, auf der europäischen und nationalen regionalen Hilfsangebote. Was ich euch sehr empfehlen würde, ist hier Fragen und Antworten vom Staatssekretariat für Migration. Das ist immer ein Update, was momentan dran ist, was die neuesten Entwicklungen sind, was die neuesten auch Unterlagen sind, zu Statuses und so weiter. Hier habt ihr auch Merkblatt für Familien von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Hier könnt ihr ein Video nachschauen für alle, die ganz praktisch helfen wollen. Es sind zwei Videos, die wir gemacht haben. Das eine war für Pastoren, das andere war für Helfende in der Gemeinde. Und das, was in ein ähnliches Thema geht, was wir heute besprechen, hat der Pfarrer Schultes hat ein Video gemacht. Das geht 20, 30 Minuten, wo es darum geht, Flüchtlingen zu helfen und sie seelsorglich zu begleiten. Das sind 10 Punkte, die er hier aufführt, die wirklich sehr gut, knackig dargestellt sind und die für euch sehr hilfreich sind. Dann hier das, was ihr seht, private Unterbringung und nur ein Beispiel, das wir für euch zusammengestellt haben, ein Leitfaden. Wenn ihr hier anklickt, dann seht ihr, gibt es einen Leitfaden für Betreuung und Begleitung von Geflüchteten. Das haben wir bewusst für euch zusammengestellt. Könnt ihr alles nachlesen. Das sind hilfreiche Angebote von unserer Seite und Ressourcen, die euch wirklich helfen können. Gut, und dann hier, manchmal kommt die Frage, wo können wir etwas beitragen, wo können wir Material geben, brauchen Sie Kleider oder nicht? Einfach eine Information. Diese Woche habe ich gehört von der HMK, sie waren überrannt worden mit Kleidern, mit Matratzen und so weiter in den ersten paar Tagen und jetzt gibt es plötzlich zu wenig, weil die Leute jetzt nicht mehr spenden, denken, es braucht es nicht mehr. Also deswegen ist es gut, jeweils mit den Hilfswerken zu schauen, was braucht ihr? Was ist zurzeit nötig? Hier die Gebetsinitiativen, die es gibt. Und hier zu unten seht ihr auch die Ansprechpersonen für Medien oder für die Beratung. Gut, hier Kirchen helfen, das ist auch auf eurer Website, die ich euch geschickt habe als Link. Das sind Schweizer Kirchen, die helfen. Da seht ihr, es gibt über 100 Kirchen, die in der Schweiz bereits tätig sind, die unterstützen. Wir konnten durch diese Website über 1000 Personen bereits Unterkunft vermitteln. Und ihr werdet auch hier sehen, auch hier oben haben Sie bei den Infos, haben Sie auch wieder Ressourcen. Und vielleicht pour les francophones, für die Französisch Sprechende, wir sind dran, das auf Französisch zu übersetzen, dass diese Website auch auf Französisch verfügbar sein wird. Und da seht ihr auch wieder hier Umgang mit Flüchtenden in der Betreuung. Da gibt es zum Beispiel Sprache, Hilfsmittel, Kommunikation mit Symbolen und so weiter. Ich lasse euch das selber mal durchklicken. Es sind einfach hilfreiche Ressourcen und Unterlagen, die wir für euch zusammengestellt haben, damit ihr nicht alles selber durchsuchen müsst. Das sind sehr hilfreiche, wirklich hilfreiche Websites, wo viele Informationen drauf sind. Und dann zum Schluss, mit dem schließe ich, möchte ich euch noch auf etwas aufmerksam machen. Das ist auch auf unserer Website drauf. Manchmal ist es ja eine Herausforderung, dass wir sagen, okay, so eine Frage, die vorher kam, ja, wie ist es mit der Schamkultur und Schuldkultur? Aus welcher Kultur kommen die? Wie können wir mit ihnen umgehen? Interkulturell bietet einen Kurs an, der heißt Same but Different. Das findet ihr auch auf der Webseite Flüchtlingen helfen. Und da geht es wirklich darum, auch für
Christen, um Menschen aus anderen Kulturen zu verstehen, besser zu verstehen, mit ihnen diese Beziehungen aufzubauen, sie auch mit der guten Botschaft zu erreichen und auch die Gemeinden zu öffnen. Es sind 5 Videolektionen auf 20 Minuten, also kurz, die man zusammen anschauen kann als Kleingruppe für Leiter. Und es gibt viele Fachinputs dazu und auch Manuskripte und Themenvertiefungen. Also da machen wir euch Mut, auch dieses anzuschauen. Das ist eine sehr gute Unterstützung, damit wir auch die anderen Kulturen wie die Ukrainerinnen und Ukrainer einfach besser verstehen. Gut, das wäre von meiner Seite, Michelle. Ich gebe wieder zurück zu dir. Herzlichen Dank, Franca. Ihr seht, da ist ein riesiger Schatz an Informationen, die da sind. Man muss nur wissen, wo die sind. Ich hoffe, wir konnten euch damit weiterhelfen und sonst meldet euch doch unbedingt auch bei uns. Ich möchte noch etwas Kleines ergänzen, auch eine Ressource, wenn es jetzt jemandem den Ärmel reinnimmt zum Thema Trauma. Agape, wo ich arbeite, bietet im Herbst 6. bis 10. September einen Wochenkurs an zum Thema Trauma. Ich schicke. Jetzt hört man dich nicht mehr, Michelle. Ist umgeschaltet. Wieder gut? Muss ich von vorne anfangen? Nein. Gut, also. Und wir biegen wirklich auf die Zielgerade ab. Ich schicke euch noch einmal den Link zum Jamboard und hoffe, dass wir diesmal wirklich erfolgreich sind. Wir lernen auch als Team dazu und hoffen, dass wir dann nächste Woche viele erste Fehler nicht mehr machen. Genau, ich schicke euch den Link. Und ihr dürft euch da einklicken. Wir haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir haben auch selber Übungen gemacht. Wo empfindet ihr euch? Ist euer Stresslevel gestiegen, gesunken? Ist es gleich geblieben? Markiert doch auf dem Jamboard wieder mit dem Stift. Wieder das gleiche Problem. Zugriff verweigert, Michelle. Ai, ai, ai. Danke, Simon, fürs Schreiben. Jetzt steigt die Zahl rasant. Jetzt klappt es wunderbar. Genau. Und ich zeige vielleicht noch kurz, wir haben gemerkt, auch bei den Breakouts, weil wir das Tool weiter nutzen, hilft es, wenn wir das Tool kennen. Ja, nicht das Bild verschieben. Mit dem Stift auf der linken Seite die Farbe wählen und markieren. Jetzt habt ihr ja in der Breakout, hattet ihr die Frage, da habt ihr wahrscheinlich mehr diskutiert als geschrieben, was auch sehr gut ist. Ihr könnt zum Beispiel mit einer Notiz, könnt ihr da etwas aufschreiben. Jetzt könnt ihr auch noch eine Farbe wählen und dann kommt das auch. Also einfach, dass ihr wisst, welche Funktionen Jamboard sonst noch hat, gerade jetzt für eine nächste Breakout in einer nächsten Session. Gut, und ich sehe, da sind jetzt schon viele Striche und wenn ich mich erinnere an die erste an die ersten Markierungen, dann waren diese definitiv auch noch einige, die hoch oben waren, sind nach unten gekommen. Wunderbar, schön, das freut mich sehr. Jetzt muss ich auch noch mal schnell schauen, dass wir auf der Zielgerade bleiben. Ich glaube, Roger, ich übergebe dir noch für deine Schlussworte, bevor ich dann den Ausblick mache für nächste Woche. Ist das korrekt? Ja, genau. Ja, also zum Schluss möchte ich euch einfach sagen, auch wenn das alles sehr schwierig jetzt klang mit ganz vielen Symptomen und ganz vielen Dingen, die da im Hirn passieren, es gibt wirklich Hoffnung. Man kann sagen, das, was die Menschen erleben und an Symptomen zeigen, ist eigentlich eine natürliche, normale Reaktion auf ein nicht normales Ereignis. Die Personen sind nicht verrückt und dadurch
kann man auch sagen, dass sie gute Heilungschancen haben. Traumatherapie ist eine der erfolgreichsten Therapien. Und auch wenn jemand nicht eine Traumatherapie machen kann, das, was wir euch zum Beispiel beim nächsten Mal weitergeben, das ist schon ein Teil von dem, was man in einer Traumatherapie machen würde, nämlich das Stabilisieren und das Reorientieren. Also ihr könnt ganz viel beitragen zum Wohlbefinden dieser Menschen. Und ich möchte euch ganz herzlich danken, dass ihr euch da investiert. Ihr seid wichtig, ihr macht einen Unterschied und all das, was ihr im Zwischenmenschlichen hineingebt, hat eine Wirkung. Wenn wir uns nochmal zurückerinnern, ein Effekt einer Traumatisierung ist, die Menschen waren hilflos. Niemand hat ihnen geholfen. Niemand war da. Das ist ein wesentlicher traumatisierender Faktor. Und jetzt sind sie bei euch. Und ihr helft ihnen, ihr seid da für sie, sie sind nicht allein und das ist heilsam. Ihr seid heilsam für diese Menschen und wie gesagt, dafür gehört euch ein ganz großes Lob. Danke dir vielmals, Roger. So, wir sind am Schluss von heute, wir sehen uns aber nächste Woche wieder. Wie Roger gesagt hat, wir werden uns zum Thema Hilfestellungen auseinandersetzen. Welche Ressourcen gibt es intern und extern von diesen Personen selber? Gott hat uns wunderbar gemacht. Wir haben da sehr viele gute Reaktionen auch und auch wie wir als Außenstehende helfen können. Wir wollen uns da vertiefen. Christian Gattier wird uns wieder durchleiten. Roger verabschiedet sich, investiert sich dafür auch noch in die Zielgruppe direkt. Danke dir. Und Gabriela Zindl wird zusammen mit Christian Gattier nächste Woche diese Schulung leiten. Ihr dürft euch wieder gerne einloggen um 19.50 Uhr. Wir hoffen, dass wir dann auch wirklich bereit sind um 19.50 Uhr. Danke für eure Geduld heute und starten dann um 20 Uhr. Wir werden als Team sicher noch auswerten und hoffen, dass es dann wirklich auch klappt mit den Sprachen in den Breakouts. Danke auch da für eure Geduld und freuen uns sehr. Jetzt wichtig, alle Links werden weg sein, sobald ihr aus diesem Zoom-Meeting raus seid. Wenn ihr jetzt noch etwas speichern möchtet, dann am besten die Links öffnen, damit ihr sie auf eurem Laptop offen habt. Dann könnt ihr es dann hinaus kopieren. Das hat leider jetzt noch nicht geklappt, wird dann hoffentlich nächste Woche auch klappen. Und wenn ihr Fragen habt, unbedingt schreibt Fragen an François, er wird diese sammeln. Wir sind sehr interessiert daran, euch zu unterstützen, so gut wir können. Danke, danke vielmals für euer Mitmachen und für euer Investieren. Und an dieser Stelle sage ich für das ganze Team ganz herzlichen Dank und auf Wiedersehen.